scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ersten Mal dabei. Ich gratuliere und hoffentlich auch öfters dabei. Sie heißt Steffi Kalmermeier und sie ist ein wirkliches, wahres Multitalent. Ich habe vorhin ein bisschen mit ihr gesprochen, konnte gar nicht alles aufschreiben, was sie alles ist. Also sie ist zum Beispiel Business Coach, Regisseurin, Autorin und auch als gestandene Frau und Mutter weiß sie sehr genau, wie schwierig manche Lebenssituationen sein können, ob im Beruf oder im Privaten. Gespeist aus ihrer profunden Lebens- und Berufserfahrung gibt sie wichtige Impulse und Werkzeuge, die dich in Schlüsselsituationen und an Wendepunkten weiterbringen. Ihr Thema heute heißt Schlechtwetter-Dispo für den Alltag. Liebe Steffi, das Mikrofon und die Bühne gehören dir. Vielen Dank, Martina, für diese hinreißend schöne Vorstellung. Ja, Schlechtwetter-Dispo für den Alltag, was heißt das überhaupt? Das kann man vielleicht verstehen, dass ich diesen Begriff einsetze, wenn man weiß, dass ich seit ungefähr 40 Jahren Film- und Fernsehregisseurin bin, dass ich aber auch als Coach, Frau und Mutter, eben wie die Martina schon gesagt hat, mit misslichen Lagen umgehen muss. Und die hat man nämlich dauerhaft. Besonders nämlich, und das kennt ihr alle, wenn man unbedingt möchte, dass was gelingt, kommt das Schlimmste dazwischen. Also wie verhext ist doch das manchmal. Und wer hadert da nicht auch mit seinem Schicksal? Ich hadere schon lange nicht mehr, weil ich einen Plan B im Gepäck habe. Ich denke nämlich rechtzeitig pessimistisch. Wie optimistisch es ist, vom Worst Case auszugehen und dennoch erfolgreich zu sein, das möchte ich euch heute mit auf den Weg geben. Nach ungefähr 150 Produktionen weiß ich, bei einem Filmdreh steckt eine ungeheure Logistik dahinter. 20, 40, 60 Teammitglieder, Maskenfahrzeuge, Cateringwagen, Licht, Kamera, Tonequipment, Ausstattung, Schauspieler, all das muss organisiert und zusammengehalten werden. Doch was, wenn in der Nacht vor dem Außendreh eine Schneedecke über dem Motiv sonniger Strand gelegt ist? Absagen? Undenkbar. Also heißt es umdenken. Und so zieht man zum Beispiel eine Innenszene vor, bis draußen wieder alles auf Sommer getrimmt ist. Das geht natürlich nicht ganz so spontan, so aus dem Ärmel. Dazu hängen einfach viel zu viele Details dran. Deshalb hat der Aufnahmeleiter in den Tagen zuvor eine sogenannte Schlechtwetter-Dispo an das Team verteilt. Dadurch konnten sich nämlich alle Gewerke rechtzeitig darauf einstellen und nun im Notfall auch alles parat haben. Das ist zwar anstrengend, aber im Ernstfall sehr, sehr zweckmäßig. In unserem Alltag sieht es ja manchmal nicht anders aus. Da verhagelt das Leben die schönsten Vorhaben, obwohl wir das gar nicht geplant haben. Frechheit. Nehmen wir die romantische Hochzeitsfeier am See, bei Sonnenuntergang und Möwengesang. Alles auf herrlichstes Wetter geplant und am Tag X säuft alles im strömenden Regen ab. Gemein, oder? Nichts ist mit der Schönwetterlage. Was also tun? Ich persönlich bin ein großer Fan von Worst-Case-Szenarien. Davon, sich mit dem Scheitern und dem Misslingen zu befassen und mit dem Gestalten von Ersatzplänen, von Ausweichstrategien. Ich will mir nämlich meine gute Laune nicht verderben lassen und schon gleich nicht meinen Optimismus. Und deshalb bin ich sozusagen vorsorglich pessimistisch. Wir sagen ja nicht, Hagel ist im Anzug, also blasen wir die Hochzeit ganz ab. Sondern wir fragen uns, wie wird die Hochzeitsfeier trotz aller Widrigkeiten unvergesslich schön?
Wir fragen uns, wie kann ich das gleiche Ziel mit anderen Mitteln erreichen? Wir verändern also nicht das Ziel, wir passen lediglich unseren Weg den Realitäten an. Wir machen sozusagen eine Schlechtwetterdispo. Ein altes Sprichwort sagt, alle Wege führen nach Rom. Also alle Möglichkeiten führen zum Ziel. Ich sage, dem Ziel ist es sowieso egal, wie du es erreichst. Hauptsache, du erreichst es. Notfalls mit Plan B. Nun schimpft mich mein Mann öfter. Ach, immer nimmst du das Schlimmste an. Du bist so pessimistisch. Versau mir doch nicht meine Vorfreude. Ich gebe ja zu, wenn ich meine Worst-Case-Szenarien ausdenke, sieht es erstmal wie Schwarzmalerei aus. Ist es aber nicht. Es sorgt im Gegenteil dafür, dass meine Pläne wirklich gelingen. Denn shit happens ja, ob ich das will oder nicht. Das Leben besteht aus so vielen Unwägbarkeiten. Da kann doch immer etwas schiefgehen, oder? Wenn man also genau hinsieht, geht es mir vor allem darum, Situationen realistisch einzuschätzen, Folgen abschätzen zu können, hochrechnen zu können, kreativ und flexibel zu sein und dafür zu sorgen, dass das angestrebte Ziel eintritt, auch wenn scheinbar alles gerade über einem zusammenkracht. Ganz pragmatisch eigentlich. Wäre es also, wenn du dir künftig immer diese 8 Fragen stellen würdest? Erstens, berücksichtige ich denn auch alles? Sind meine Wege zu Ende gedacht? Zweitens, habe ich richtig kalkuliert? Überschätze ich mich vielleicht selbst? Ist mein Vorhaben vielleicht zu sehr auf Kante genäht? Drittens, kann das gewünschte Ereignis oder Ergebnis überhaupt eintreffen? Sind meine Möglichkeiten überhaupt realistisch? Viertens, erreiche ich mit meinem Plan überhaupt mein Ziel? Und kenne ich denn mein Ziel überhaupt denn gut genug? Fünftens, was passiert denn, wenn meine Absicht misslingt? Bricht wirklich die Welt zusammen? Kann es überhaupt mehr als ein Nein geben? Und wenn, stehe ich dann nicht eigentlich genau da, wo ich gerade sowieso bin? Sechstens, ist es mir wirklich so wichtig? Welche Folgen sollten vermieden werden? Und manchmal auch, naja, wer leidet, wenn es missglückt? Vielleicht nicht ganz unwichtig, sich das immer wieder mal zu fragen. Das siebte, muss wirklich alles von mir selbst erledigt werden? Kann ich es delegieren? Wie unentbehrlich bin ich denn überhaupt dabei? Und achtens, das ist ganz oft der Grund, warum Leute so festhalten, muss ich denn immer und überall die Kontrolle behalten? Manchmal gewinnen wir durch das Loslassen sogar mehr Kontrolle, als wenn wir uns festklammern. Das ist ja auch ein häufiger Fehler, den wir machen, sich auf eine einzig selig machende Vorgehensweise zu kaprizieren. Wehe, es läuft etwas anders, als man das geplant hat. Ja, und wie viele Ehen zerbrechen an unleidigen Diskussionen über das Wie, dabei ist das Was, also die Ehe selbst, doch das viel Wichtigere, das eigentliche Ziel. Meine Strategie ist also im Grunde die Strategie des Stehaufmännchens. Ich will mich nämlich partout nicht vom Leben unterkriegen lassen oder Angst haben oder nächtelang Sorgen wälzen. Lieber denke ich also rechtzeitig Ersatzmöglichkeiten an und bin im Notfall gerüstet. Denn ich habe bei allem immer im Auge, was ich eigentlich erreichen möchte. Mit der Plan-B-Strategie lernst du nicht nur das Projekt und die Motivationen dazu besser kennen, sondern du bleibst immer der Akteur der Situation, nicht das Opfer. Du bist der Herr der Lage. Und nicht die Lage der Deine. Ihr seid der Souverän eures Lebens, vergesst es nicht. Und nicht zuletzt entdeckt ihr dabei neue Wege.
Ihr nehmt neue Perspektiven ein, schaut über den Tellerrand. Und das Tolle, es macht wagemutiger. Und allein das ist ja diese Form von Zweckpessimismus schon wert. Damit wir uns nicht missverstehen, ja, natürlich darf ein Vorhaben durchaus und gerne gelingen. Bitte, ja, unbedingt. Ja, wer bin ich, dass ich mich darüber nicht freuen würde? Aber ich habe immer schon ein bisschen im Hinterkopf, falls etwas daneben geht, was mache ich dann? Und das finde ich total beruhigend, auch wenn der Worst Case dann vielleicht nicht einmal eintrifft. Muss er ja auch nicht. Denn letztlich bin ich vollkommen überzeugt, dass ich mein Ziel erreichen werde, egal auf welche Weise. Wie heißt es so schön? Der Satz wird offenbar dem Oscar Wilde zugeschrieben, da gibt es mehrere Quellen. Aber er ist super. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende. Und ich würde es gerne erweitern. Und außerdem gibt es Plan B. Das macht mich sehr, sehr optimistisch. In diesem Sinne, einen schönen Abend.